Das letzte Problem von Sir Arthur Conan Doyle. Mein Herz ist schwer, nun, da ich zur Feder greife, um ein letztes Mal die einzigartigen Gaben, die mein Freund Mr. Sherlock Holmes auszeichneten, in Worten festzuhalten. In unzusammenhängender und, wie ich zutiefst empfinde, gänzlich unzulänglicher Form habe ich mich bemüht, einen Bericht von meinen seltsamen Erfahrungen im Umgang mit ihm zu geben. Von dem Zufall, der uns zu Zeiten der Studie in Scharlachrot erstmals zusammenführte, bis hin zu seinem Eingreifen in die Angelegenheiten des Flottenvertrages. Einem Eingreifen, das unstreitig eine ernstliche internationale Komplikation verhinderte. Ursprünglich war es meine Absicht, hier aufzuhören und nichts von dem Ereignis zu sagen, das in meinem Leben eine Leere hinterließ, die auszufüllen eine Spanne von 2 Jahren wenig vermocht hat. Unter dem Druck der kürzlich erschienenen Leserbriefe, in denen Colonel James Moriarty das Andenken seines Bruders verteidigt, bleibt mir jedoch keine andere Wahl, als der Öffentlichkeit die Tatsachen genau so vorzulegen, wie sie sich ereigneten. Ich allein kenne die absolute Wahrheit und ich bin überzeugt, dass die Zeit gekommen ist, da ihre Unterdrückung keinem sinnvollen Zweck mehr dient. Soweit ich weiß, sind in der öffentlichen Presse nur 3 Darstellungen erschienen, die im Journal de Genevieve vom 6. Mai 1891, die Reuter-Meldung in den englischen Zeitungen vom 7. Mai und schließlich die kürzlich veröffentlichten Briefe, auf die ich bereits hingewiesen habe. Die ersten beiden Darstellungen waren äußerst gedrängt, während letztere, wie ich nun zeigen werde, die Tatsachen völlig verdreht. Es ist an mir, zum ersten Mal zu erzählen, was sich zwischen Professor Moriarty und Mr. Sherlock Holmes wirklich zugetragen hat. Man mag sich erinnern, dass ich nach meiner Heirat und meiner darauffolgenden Niederlassung in einer Privatpraxis das sehr enge Verhältnis von Holmes und mir in gewissem Grade änderte. Er kam nach wie vor von Zeit zu Zeit zu mir, wenn er einen Begleiter bei seinen Nachforschungen wünschte. Aber diese Anlässe wurden immer seltener und ich stellte fest, dass es im Jahre 1890 nur 3 Fälle gab, von denen ich irgendwelche Aufzeichnungen bewahre. Im Winter dieses Jahres und im Frühjahr 1891 ersah ich aus den Zeitungen, dass er von der französischen Regierung in einer Sache von höchster Bedeutung engagiert worden war und ich erhielt 2 in Narbonne und Nîmes aufgegebene Briefe von Holmes, denen ich entnahm, dass sein Aufenthalt in Frankreich wahrscheinlich von längerer Dauer sein würde. Ich war daher einigermaßen überrascht, als ich ihn am Abend des 24. April in mein Sprechzimmer treten sah. Mir fiel auf, dass er noch bleicher und dünner als gewöhnlich aussah. »Ja, ich bin wohl etwas freizügig mit meinen Kräften umgesprungen«, bemerkte er, eher er in Beantwortung meines Blicks als meiner Worte. »Man hat mir in letzter Zeit sehr zugesetzt. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Ihre Läden schließe?« Das einzige Licht im Zimmer kam von der Lampe auf dem Tisch, an dem ich gelesen hatte. Holmes schob sich an der Wand entlang, warf die Läden zu und verriegelte sie sorgsam. »Sie haben vor etwas Angst?«, fragte ich. »Nun ja, das habe ich.« »Wovor?« »Vor Luftgewehren.« »Mein lieber Holmes, was wollen Sie damit sagen?« »Ich glaube, Sie kennen mich gut genug, Watson, um zu wissen, dass ich keineswegs ein ängstlicher Mensch bin. Andererseits zeugt es eher von Dummheit als Mut, eine unmittelbar drohende Gefahr nicht wahrhaben zu wollen. Dürfte ich Sie um ein Streichholz bitten?« Er sog den Rauch seiner Zigarette ein, als tue ihm seine beruhigende Wirkung wohl. »Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich noch so spät vorspreche«, sagte er, »und ich muss Sie des Weiteren bitten, mir unkonventionellerweise zu gestatten, Ihr Haus gleich zu verlassen, indem ich hinten über die Gartenmauer klettere.« »Aber was hat das alles zu bedeuten?«, fragte ich. Er streckte die Hand aus, und ich sah am Licht der Lampe, dass 2 seiner Knöchel aufgeschlagen waren und bluteten. »Es ist kein luftiges Nichts, wie Sie sehen«, sagte er lächelnd. »Im Gegenteil, es ist fest genug, dass sich ein Mann die Hand daran brechen kann. Ist Miss Watson zu Hause?« »Sie ist verreist.« »Ach wirklich, Sie sind allein?« »Völlig.« »Dann kann ich Ihnen umso leichter den Vorschlag machen, mit mir eine Woche auf den Kontinent zu fahren.« »Wohin?« »Ach, irgendwohin, das ist mir gleich.« All das hatte etwas sehr Seltsames. Es war nicht Holmes Art, planlos Ferien zu machen, und etwas an seinem bleichen, erschöpften Gesicht verriet mir, dass seine Nerven unter höchster Spannung standen. Er sah die Frage in meinen Augen, legte die Fingerspitzen zusammen, stützte die Ellbogen auf die Knie und erklärte die Situation. »Sie haben vermutlich noch nie von Professor Moriarty gehört.« »Niemals.« »Genau das ist ja das Geniale und Erstaunliche an der Sache«, rief er. »Ganz London ist von ihm durchdrungen und niemand hat je von dem Mann gehört. Das ist es, was ihm in die Annalen des Verbrechens eine absolute Spitzenposition garantiert. Ich sage Ihnen voll im Ernst, Watson, sollte es mir gelingen, diesen Mann zu schlagen, die Gesellschaft von ihm zu befreien, dann könnte ich mich mit dem Gefühl, den Höhepunkt meiner Karriere erreicht zu haben, einer friedlicheren Lebensbeschäftigung zuwenden. Unter uns,
Die jüngsten Fälle, in denen ich der königlichen Familie von Skandinavien und der Französischen Republik behilflich war, haben mich in eine solche Position gebracht, dass ich fortan ein ruhiges Leben, wie es mir am meisten zusagt, führen und meine Aufmerksamkeit meinen chemischen Forschungen widmen könnte. Aber ich könnte nicht ruhen, Watson. Ich könnte nicht untätig in meinem Stuhl sitzen, wenn ich wüsste, dass ein Mami-Professor Moriarty unbehelligt durch die Straßen Londons geht. Was hat er denn getan? Seine Karriere ist außergewöhnlich. Er stammt aus gutem Haus, genoss eine ausgezeichnete Erziehung und hat von Natur aus eine phänomenale mathematische Begabung. Im Alter von 21 verfasste er eine Abhandlung über den binomischen Leersatz, die in Europa Aufsehen erregte. Kraft ihrer erhielt er den mathematischen Lehrstuhl an einer unserer kleineren Universitäten und hatte allem Anschein nach eine höchst brillante Karriere vor sich. Aber der Mann hatte ererbte Neigungen der diabolischen Art. Ein Hang zum Verbrechen lag ihm im Blut, der von seinen außerordentlichen geistigen Fähigkeiten nicht etwa geläutert, sondern noch verstärkt und unendlich viel gefährlicher gemacht wurde. Dunkle Gerüchte ballten sich um ihn in der Universitätsstadt, und schließlich war er gezwungen, von seinem Lehrstuhl zurückzutreten und nach London zu kommen, wo er sich als militärischer Ausbilder niederließ. So viel ist allenthalben bekannt, doch was ich Ihnen jetzt erzähle, habe ich selbst entdeckt. Wie Sie wissen, Watson, gibt es niemanden, der die höheren Verbrecherkreise von London so gut kennt wie ich. Schon seit Jahren bin ich mir einer Macht hinter dem einzelnen Übeltäter bewusst, einer verborgenen, organisierenden Macht, die sich fortwährend dem Gesetz in den Weg stellt und den Missetäter mit ihrem Schilde deckt. Wieder und wieder habe ich Fällen der unterschiedlichsten Art, Fälschungen, Raubüberfälle, Morde, die Gegenwart dieser Kraft gespürt, und ich habe ihr Wirken in vielen der ungeklärten Verbrechen deduziert, bei denen man sich nicht persönlich konsultiert hat. Jahrelang habe ich mich abgemüht, den Schleier, der sie verhüllt, zu durchdringen. Und endlich kam der Zeitpunkt, da ich meinen Faden zu fassen kriegte und ihm folgte, bis er mich nach 1000 listenreichen Wendungen zu Ex-Professor Moriarty, der mathematischen Berühmtheit, führte. Er ist der Napoleon des Verbrechens, Watson. Er ist der Organisator der Hälfte all dessen, was in dieser großen Stadt an Bösen geschieht, und Fanat zu allem, was ungeklärt bleibt. Er ist ein Genie, ein Philosoph, ein abstrakter Denker. Er hat einen Verstand von erstem Rang. Er sitzt reglos wie eine Spinne im Zentrum ihres Netzes, aber dieses Netz hat 1000 Fäden und erkennt jedes Zittern genau. Selbst tut er wenig, er plant nur, aber seine Agenten sind zahlreich und glänzend organisiert. Wenn ein Verbrechen begangen werden soll, sagen wir, ein Papier entwendet, ein Haus ausgeraubt oder ein Mensch beseitigt, so wird es dem Professor mitgeteilt, die Sache wird organisiert und ausgeführt. Der Agent mag gefasst werden, in diesem Fall wird Geld für seine Kaution oder Verteidigung aufgebracht. Doch die zentrale Macht, die sich des Agenten bedient, wird nie gefasst. Ja, nicht einmal verdächtigt. Das war die Organisation, Watson, deren Existenz sich deduziert und der Entlarvung und Zerschlagung ich meine ganze Energie gewidmet habe. Aber der Professor war von so schlau ersonnenen Sicherungen umgeben, dass es, was auch immer ich tat, unmöglich schien, Beweismaterial in die Hand zu bekommen, das ihn vor einem Gericht überführen konnte. Sie kennen meine Fähigkeiten, mein lieber Watson. Und doch musste ich mir nach Ablauf von 3 Monaten eingestehen, endlich auf einen Widersacher gestoßen zu sein, der mir geistig ebenbürtig war. Mein Entsetzen über seine Verbrechen verlor sich in meiner Bewunderung für sein Geschick. Doch endlich machte er einen Fehltritt, nur einen winzig kleinen. Aber das war mehr, als er sich leisten konnte, da ich ihm so dicht auf den Fersen war. Ich bekam meine Chance, und von diesem Punkt ausgehend habe ich mein Netz um ihn geknüpft, und nun ist es bereit, sich zusammenzuziehen. In 3 Tagen, das heißt nächsten Montag, wird die Sache zum Klappen kommen und der Professor mit allen Hauptmitgliedern seiner Bande der Polizei in die Hände fallen. Dann wird es den größten Kriminalprozess des Jahrhunderts geben, die Aufklärung von über 40 mysteriösen Fällen und zum Schluss für die ganze Bande den Strang. Doch ein einziger voreiliger Schritt von uns, verstehen Sie, und Sie können selbst noch im letzten Moment unseren Händen entschlüpfen. Hätte ich diesen ohne Wissen von Professor Moriarty tun können, wäre alles gut gegangen. Doch dafür war er zu gerissen. Er sah jeden Schritt, den ich unternahm, um meinen Schlingen um ihn zu legen. Wieder und wieder versuchte er sich zu entwinden, doch jedes Mal kam ich ihm zuvor. Ich sage Ihnen, mein Freund, wenn ein detaillierter Bericht dieses stummen Wettkampfes erfasst werden könnte, würde er seinen Platz als das brillanteste Spiel für Ausfall- und Paradetaktiken in der Geschichte der Detektivarbeit einnehmen. Niemals habe ich mich zu solchen Höhen aufgeschwungen und niemals hat mir ein Gegner so hart zugesetzt. Er führte seine Stöße tief, doch unterlief ich ihm knapp. Heute Morgen wurden die letzten Schritte unternommen und es bedurfte noch 3 Tage, um die Geschichte zu beenden. Ich saß in meinem Zimmer und überdachte die Angelegenheit, als die Tür aufging und Professor Moriarty vor mir stand. Meine Nerven sind recht stabil, Watson, aber ich muss bekennen, dass ich zusammengezuckt bin, als ich eben den Mann, den meine Gedanken ständig umkreisten, auf meiner Schwelle stehen sah. Sein Äußeres war mir durchaus vertraut. Er ist überaus groß und dünn, seine Stirn wölbt sich wie eine weiße Kuppel über seinen tief eingesunkenen Augen. Er ist glatt rasiert, bleich und wirkt asketisch.
Er hat in seinen Zügen nach wie vor etwas von dem Professor bewahrt. Seine Schultern sind vom vielen Studium gekrümmt, sein Kopf ist weit nach vorn gestreckt und pendelt fortwährend auf merkwürdige reptilische Weise langsam hin und her. Er starrt mich mit großer Neugier an, in seinen zusammengekniffenen Augen. »Ihre Stirnpartie ist weniger entwickelt, als ich erwartet hätte«, sagte er endlich. »Es ist eine gefährliche Angewohnheit, in der Tasche des Morgenmantels an geladener Feuerwaffe rumzuspielen. Tatsache ist, dass ich bei seinem Eintreten sofort die äußerste Gefahr erkannt habe, in der ich schwebte. Der einzig denkbare Ausweg für ihn lag darin, mich zum Schweigen zu bringen. Im Nu hatte ich den Revolver aus der Schublade in meine Tasche gleiten lassen und hielt ihn durch den Stoff Moriarty gerichtet. Auf seine Bemerkung hin zog ich die Waffe und legte sie schussbereit auf den Tisch. Er lächelte und blinzte immer noch, doch an seinen Augen war etwas, das mich sehr froh machte, dass ich bewaffnet war. »Sie kennen mich offenbar nicht«, sagte er. »Im Gegenteil«, antwortete ich. »Ich denke, es ist ganz offensichtlich, dass ich Sie kenne. Ich kann 5 Minuten für Sie erübrigen, wenn Sie etwas zu sagen haben.« »Alles, was ich zu sagen habe, ist Ihnen schon in den Sinn gekommen«, sagte er. »Dann ist Ihnen meine Antwort vielleicht auch schon in den Sinn gekommen«, erwiderte ich. »Sie halten Stand?« »Absolut.« Er fuhr mit der Hand in die Tasche und ich hob den Revolver vom Tisch. Doch er zog lediglich ein Notizbuch heraus, in das er einige Daten gekritzelt hatte. »Am 4. Januar haben Sie meinen Weg gekreuzt. Am 23. haben Sie mich belästigt. Mitte Februar bin ich von Ihnen ernstlich gestört worden. Ende März war ich in meinen Plänen völlig behindert. Und nun, da der April sich neigt, sehe ich mich durch Ihre ständigen Verfolgungen in eine Lage gebracht, wo ich eindeutig Gefahr laufe, meine Freiheit zu verlieren. So kann das unmöglich weitergehen.« »Haben Sie irgendeinen Vorschlag zu machen?«, fragte ich. »Sie müssen das aufgeben, Mr. Holmes«, sagte er mit hin- und her pendelndem Gesicht. »Das müssen Sie wirklich, wissen Sie?« »Nach Montag«, sagte ich. »Na, ich bin mir ganz sicher, dass ein Mann von Ihrer Intelligenz einsehen wird, dass diese Affäre nur einen Ausgang haben kann. Es ist unabdingbar, dass Sie sich zurückziehen. Sie haben die Dinge auf eine Weise gehandhabt, dass nur noch ein einziger Ausweg bleibt. Es war mir ein intellektueller Hochgenuss zu verfolgen, wie Sie diese Sache angepackt haben, und ich kann Ihnen ohne zu heucheln sagen, wie schmerzlich es für mich wäre, wenn ich zum Äußersten gezwungen würde. Sie lächeln, Sir, aber ich versichere Ihnen, dem ist so. Gefahr gehört zu meinem Beruf«, bemerkte ich. »Es geht hier nicht um Gefahr, es geht um unausweichliche Vernichtung. Sie stehen nicht nur einer Einzelperson, sondern einer mächtigen Organisation im Wege, deren ganzes Ausmaß Sie bei all Ihrer Klugheit nicht haben erfassen können. Gehen Sie uns aus dem Weg, Mr. Holmes, oder Sie werden zertreten.« »Ich fürchte«, sagte ich mich erhebend, »dass ich über dem Vergnügen an diesem Gespräch Geschäfte von Bedeutung vernachlässige, die anderswo meine haben.« Er erhob sich ebenfalls und sah mich schweigend mit traurigen Kopfschütteln an. »Je nun«, sagte er endlich, »eigentlich schade, aber ich habe getan, was ich konnte. Ich kenne jeden Zug Ihres Spiels. Sie können vor Montag nichts tun. Es ist ein Duell zwischen Ihnen und mir gewesen, Mr. Holmes. Sie hoffen, mich auf die Anklagebank zu bringen. Ich sage Ihnen, dass ich niemals auf der Anklagebank sitzen werde. Sie hoffen, mich zu schlagen. Ich sage Ihnen, Sie werden mich nie schlagen. Sollten Sie geschickt genug sein, mich zu vernichten, so seien Sie sich gewiss, dass Ihnen Gleiches widerfahren wird.«